Ein neuer Tag bricht an. Im Deggendorfer Land, auf der Sonnenseite des Bayerischen Waldes, erwacht das Leben. Alles nimmt seinen gewohnten und doch einzigartigen Lauf. 7000 Jahre Geschichte, Kunst und Kultur prägen dieses Land. Traditionsreich, innovativ, fröhlich und gastfreundlich. Wer die Vielseitigkeit sucht, der findet sie hier. Ob jung, ob alt, alleinstehend oder mit Familie, ob einheimisch oder zugezogen, im Deggendorfer Land lebt sich's einfach gut. Und das von klein auf. Egal ob Kinderhort, Kindergarten, Grundschule oder aber auch weiterführende Schulen, im Landkreis sind die Weichen für eine gesicherte Zukunft gestellt. Sei es die IDV-Schulen in Plattling oder die Fachhochschule in Deggendorf, seit Jahren gilt der Landkreis als einer der schulfreundlichsten in ganz Bayern. Und das bei relativ kurzen Wegen. Mit Bus oder Bahn kommt man sicher ans Ziel. So eröffnen sich im Deggendorfer Land schon früh Perspektiven. Perspektiven für ein Leben zwischen Hightech und Handwerk, Moderne und Tradition. Beide geben sich hier förmlich die Klinke in die Hand. Gelebtes Brauchtum mit Herz und Seele, so wie hier beim Pfingstturnier in Moos, einer der Höhepunkte im Brauchtumskalender des Landkreises. Das Deggendorfer Land erleben heißt mit allen Sinnen Neues entdecken. Ein Platz zum Wohlfühlen, eine harmonische Verbindung von Entspannung, Wellness und Freizeitspaß. Und das zu jeder Jahreszeit. Hier gelangen Körper und Geist in Einklang. Das breite Bildungsangebot und die hohe Lebensqualität sichern zugleich qualifiziertes Fachpersonal und Mitarbeiter, die der Region und ihren Unternehmen langfristig verbunden sind. Die leistungsfähige Landwirtschaft und ein attraktiver Tourismus sind nur ein Teil dessen, was der Landkreis in wirtschaftlicher Hinsicht zu bieten hat. Vielmehr ist es seit jeher der perfekte Ort, um Visionen in die Tat umzusetzen. Mit Kreativität und Innovation, kombiniert mit Forschungsgeist und einer hohen Entwicklungsintensität, hat sich das Deggendorfer Land einen Namen gemacht. Traditionelles Handwerk, leistungsfähige mittelständische Betriebe und moderne Industrieunternehmen aus zukunftsträchtigen Branchen bilden das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Region. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage ist der Landkreis mit der ganzen Welt verbunden. Unternehmensansiedlungen sind übrigens Chefsache. Landrat und Bürgermeister kümmern sich persönlich darum, Erwartungen und Anforderungen von Unternehmen und Investoren zu erfüllen. Sich im Landkreis niederzulassen heißt Potenziale ausschöpfen und damit in die Zukunft investieren. Das Angebot an sozialen und medizinischen Dienstleistungen, an Einkaufsmöglichkeiten und einem familienfreundlichen Wohnungsmarkt sorgen für ein intaktes privates Umfeld. Nicht zu vergessen und getreu dem Motto Natur tut gut, finden sich im Deggendorfer Land faszinierende Plätze zum Verweilen und Genießen. Ein grenzenloses Naturerlebnis. Auch wenn der Blick in die Zukunft gerichtet ist, schaut man allerorts gerne zurück. Kirchen und Klöster in der Region erzählen ihre eigene Geschichte. Imposante Bauwerke, wie zum Beispiel die einzigartige Asam-Basilika in Osterhofen-Altenmarkt, hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Genauso beeindruckend das Museum Quintana. Das größte nichtstaatliche Archäologiemuseum Bayerns beherbergt Funde aus mehr als 125 Jahren archäologischer Forschung in Künzing und Umgebung. Im Ziegel- und Kalkmuseum in Flinsbach kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Bei all den historischen Schätzen, die im Deggendorfer Land zu finden sind, dürfen auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz kommen.
Sei es bei einem Besuch in einem der zahlreichen Restaurants, Gasthäuser oder Biergärten in der Region. Regionale Schmankerl aus dem Landkreis Deggendorf finden sich auch auf den verschiedenen Erntemärkten oder den Hofläden im Landkreis. Direktvermarktung, die sowohl Erzeugern als auch Verbrauchern zugutekommt. Traditionsreich und gastfreundlich, aber auch modern und innovativ. Wer die Vielseitigkeit sucht, der findet sie hier im Deggendorfer Land, auf der Sonnenseite des Bayerischen Waldes.